Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DokuSnap Video Tutorial. Heute möchte ich Ihnen den DokuSnap Bereich IT-Sicherheit näher bringen. Im Abschnitt IT-Sicherheit haben wir die Berechtigungsanalyse für File Shares, Exchange und so weiter hinterlegt. Dies ist nicht nur spannend, sondern auch sehr wichtig für die eigene Absicherung, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und natürlich auch für Audits. Die verschiedenen automatischen DokuSnap-Inventarisierungen bieten hier die perfekte Grundlage für eine umfangreiche Berechtigungsanalyse. So basiert zum Beispiel die NTFS-Berechtigungsanalyse auf dem Windows- und dem AD-Scan und natürlich zusätzlich noch einer NTFS-Analyse. Auf diese Weise ist es möglich, die Berechtigungen von Benutzern und Gruppen auf sämtliche Ordner in der NTFS-Struktur zu analysieren. Doch nicht nur NTFS und CFS können wir analysieren, sondern auch SharePoint und Exchange. So ist es zum Beispiel im Exchange-Umfeld möglich, die genauen Berechtigungen auf die verschiedenen Postfächer zu identifizieren und auszuwerten. Doch wieso benötigen wir für diese eine Auswertung drei verschiedene Inventarisierungen? Ganz einfach. Der NTFS-Scan ermittelt die verschiedenen Verzeichnisse samt deren Zugriffsrechte und Vererbung. Die Active Directory-Inventarisierung steuert die AD-Struktur, sprich die Gruppen und Gruppenverschachtelungen bei. Als letzter Punkt benötigen wir dann noch den Windows-Scan, um einfach einen Überblick über die Shares zu erhalten. Wenn wir diese drei Ergebnisse zusammenbringen, erhalten wir somit einen Überblick über die effektiven Berechtigungen von Benutzern und Gruppen über sämtliche Shares und Ordner. So viel zur Theorie. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal live in DokuSnap an. Hier befinden wir uns auf der, ich denke, mittlerweile bekannten Oberfläche von DokuSnap. Auf der linken Seite habe ich meine verschiedenen Bereiche. Oben die Multifunktionsleiste und hier den Datenexplorer. Ich wechsle jetzt links von Inventar in den Bereich IT-Sicherheit, wähle meinen Mandanten, meine Domäne und den Punkt Dateisystem. Hier suche ich mir einen Server, ich nehme den FileShare 01 und habe darunter eine Auflistung meiner verschiedenen Abteilungen. Für unser Beispiel wähle ich jetzt mal den Einkauf, Procurement und habe nun hier schon mal einen ersten Überblick über den Punkt Verzeichnisbericht. Öffnet sich ein Assistent, der es mir ermöglicht, einen, wie soll es anders sein, Verzeichnisbericht zu erstellen. Hier habe ich detaillierte Möglichkeiten, diesen Bericht nach meinen Wünschen zu modifizieren. Für unser Beispiel reichen mir jetzt mal zwei Ebenen und auch die Domänenadministratoren will ich mal ausschließen. Jetzt habe ich, wie fast jedem Bereich von DokuSnap, die Möglichkeit, das Ganze als Auftrag zu planen, sodass dieser Bericht regelmäßig erstellt wird. Und ich könnte ihn auch noch an die verantwortliche Person automatisch schicken lassen, sodass diese Person immer im Bilde ist. Für unser Beispiel reicht mir jetzt aber eine Ad-Hoc-Erstellung und deshalb klicke ich hier auf Erstellen. Der Assistent läuft los, sammelt die Daten und wird uns in Kürze einen Bericht ausgeben. Das ist auch schon abgeschlossen. Und der Bericht öffnet sich auch sofort. Jetzt habe ich hier eine Legende der Berechtigungen und hier eine wunderbare detaillierte Überblick über die effektiven Berechtigungen der einzelnen Benutzer. Wichtig vielleicht noch hierbei anzumerken ist, dass es sich hierbei rein um die Benutzerberechtigungen handelt. Wenn ich die Gruppenberechtigungen auch dabei haben möchte, kann ich das in einem vorherigen Schritt separat auswählen. Wenn man sich so einen Verzeichnisbericht ansieht, stellt man häufig fest, dass es Benutzer gibt, die auf diesen Ordner überhaupt keine Berechtigungen haben sollten. Doch wo kommen diese Berechtigungen her? Das wollen wir jetzt mal gemeinsam in DokuSnap analysieren. Dazu wechsle ich wieder zurück und möchte jetzt zum Beispiel wissen, wo unser Kollege Herr Edmonds die Berechtigungen hat. Praktisch in der Sucheingabe ist auch, dass diese gleich mit dem Active Directory und meinen Benutzern dort abgeglichen wird, sodass ich auch gleich den richtigen Kollegen erwische und habe hier nun schon mal eine Auflistung seiner Berechtigungen. Als erstes können wir uns jetzt mal zum Beispiel die Benutzer- und Gruppenstruktur vom Herrn Edmonds ansehen.
Hier habe ich jetzt eine Verschachtelung und finde hier unten unseren Herrn Edmunds mit seinen Gruppenmitgliedschaften. Das Ganze ist Ihnen vielleicht in der ersten Ebene noch aus dem Active Directory bekannt. Wenn man aber die Stufen nach oben steigt, wird das Ganze schon spannender. Aber noch viel spannender als diese Übersicht finde ich persönlich die Berechtigungsherkunft. Hier habe ich wirklich detailliert aufgelistet, wie sich die einzelnen effektiven Berechtigungen von Herrn Edmunds zusammensetzen und kann das sehr detailliert analysieren. Wenn wir hier reingehen, sehen wir hier die NTFS und hier die Freigaben und wie sich das Ganze dann vererbt und zusammensetzt, so dass R. Edmunds dann eben diese Berechtigungen besitzt. In unserem Beispiel stellt sich nun die Frage, welche weiteren Berechtigungen hat R. Edmunds vielleicht noch und mit welchem anderen Benutzer sind diese eventuell vergleichbar? Schauen wir es uns an. Dazu füge ich mir hier erst einmal einen zweiten Benutzer hinzu. Ich nehme mal den Kollegen A. Cole. Habe wieder einen Abgleich mit dem Active Directory. Das ist also der richtige. Wechsle dann hier links im Daten Explorer auf die oberste Ebene, sprich das Dateisystem. Habe hier nun meine beiden Benutzer und sage, ich möchte einen Benutzerbericht erstellen. Es öffnet sich wieder ein Assistent, in dem ich diverse Einstellungsmöglichkeiten hätte. In unserem Fall passen die jetzt alle und ich gehe wieder auf Erstellen. Sie sehen auch, dieser Plan wäre wieder planbar und kann auch somit wieder regelmäßig erstellt und verteilt werden. Der Assistent läuft los, sammelt die Daten und ist auch schon abgeschlossen. Nun habe ich eine Liste, in der ich die effektiven Berechtigungen von Herrn Cole und Herrn Edmunds wunderbar vergleichen kann und wirklich detailliert sehe, wo diese identisch sind und wo sich diese unterscheiden. Wie Sie sehen, gibt es viele verschiedene Anwendungsfälle für die DocusNet-Berechtigungsanalyse. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema ein wenig näher bringen und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, gute Zeit und auf Wiedersehen.